Am 21. Mai 2014 hielt der amerikanische Admiral William McRaven eine bahnbrechende Rede zur feierlichen Verabschiedung der Absolventen der Universität von Texas. Sie hat das Leben vieler Millionen Menschen zum Positiven verändert und hier ist die Version in Deutsch. Das Motto dieser Universität lautet: Was hier beginnt, verändert die Welt. Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich gut. Was hier beginnt, verändert die Welt. Heute Abend schließen fast 8000 Studenten ihr Studium an der Universität von Texas ab. Der Inbegriff analytischer Präzision, ASCCOM, sagt, dass der durchschnittliche Amerikaner im Laufe seines Lebens 10.000 Menschen begegnet. Das sind viele Menschen, aber wenn jeder von ihnen das Leben von nur 10 Personen verändert und diese 10 Menschen das Leben von 10 weiteren Personen beeinflussen, nur 10, dann werden in 5 Generationen, in 125 Jahren, die Absolventen von 2014 das Leben von 800 Millionen Menschen verändert haben. 800 Millionen Menschen. Das sind mehr als doppelt so viele wie die Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten. Nimmt man noch eine Generation hinzu, lässt sich sogar die gesamte Weltbevölkerung beeinflussen. 8 Milliarden Menschen. Wenn Sie meinen, dass es schwer ist, das Leben von 10 Menschen zu verändern, ihr Leben dauerhaft zu verändern, dann liegen Sie falsch. Im Irak und in Afghanistan konnte ich das täglich beobachten. Ein junger Offizier trifft in Bagdad die Entscheidung, die linke statt die rechte Straßenseite zu benutzen. Und die 10 Soldaten in seiner Gruppe entkommen einem Hinterhalter durch in letzter Minute. In der afghanischen Provinz Kandahar spürt ein Unteroffizierin des Female Engagement Teams, dass etwas nicht stimmt. Sie führt daraufhin den Infanteriezug von der 220 Kilogramm schweren Sprengfalle weg und rettet einem Dutzend Soldaten das Leben. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt, wurden nicht nur diese Soldaten durch die Entscheidung einer einzelnen Person gerettet, sondern auch ihre ungeborenen Kinder und ihre Kindeskinder. Es wurden also mehrere Generationen durch eine Entscheidung gerettet, durch eine Person. Die Welt kann sich überall verändern und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Was hier beginnt, kann also durchaus die Welt verändern. Die Frage lautet aber: Wie wird die Welt wohl aussehen, nachdem sie sie verändert haben? Nun, ich bin zuversichtlich, dass sie viel, viel besser sein wird. Aber wenn Sie mir, einem alten Matrosen, einen Augenblick zuhören wollen, würde ich gerne einige Vorschläge machen, die Ihnen auf dem Weg in eine bessere Welt helfen können. Und obwohl ich diese Lektion in meiner Zeit beim Militär gelernt habe, kann ich Ihnen versichern, dass es dabei keine Rolle spielt, ob Sie auch nur einen Tag in Ihrem Leben eine Uniform tragen. Ihr Geschlecht, Ihre ethnische oder religiöse Herkunft, Ihre sexuelle Orientierung oder Ihr sozialer Status sind unwichtig. Unsere Probleme auf dieser Welt sind ähnlich und die Ratschläge, wie wir diese Probleme überwinden und gestärkt daraus hervorgehen können und dabei uns selbst und die Welt, die uns umgibt, verändern, gelten für alle gleichermaßen. Ich war 36 Jahre lang ein Navy SEAL. Alles begann in dem Augenblick, in dem ich die Universität von Texas verließ, um in Coronado, Kalifornien, die SEAL-Grundausbildung zu absolvieren. Sie umfasst 6 Monate mit brutalen Sprints in weichem Sand, Nachtschwimmen in kaltem Wasser vor der Küste San Diegos, Hindernisläufen, nicht enden wollenden Fitnessübungen, Tagen ohne Schlaf und ständiger Kälte, Nässe und Erschöpfung. In diesen 6 Monaten wird man andauernd von professionellen Kämpfern schikaniert, die versuchen, die psychisch und physisch Schwachen zu finden und auszusortieren, damit sie keine Navy SEALs werden. Gleichzeitig ist es auch Ziel der Ausbildung, jene Rekruten zu erkennen, denen Situationen führen können, in denen Stress, Chaos, Scheitern und Mühsal an der Tagesordnung sind. Für mich war die SEAL-Grundausbildung ein ganzes Leben voller Herausforderungen, das auf 6 Monate komprimiert wurde. Hier sind 10 Lektionen, die ich in jener Zeit gelernt habe und die hoffentlich auch Ihnen wertvolle Dienste leisten können, wenn Sie ins Leben hinausgehen.
Während der SEAL-Grundausbildung erschienen jeden Morgen meine Ausbilder, die damals alle Vietnam-Veteranen waren, in meiner Kasernenstube und kontrollierten als allererstes mein Bett. Wenn es korrekt gemacht war, waren die Ränder sauber umgeschlagen, die Laken und die Decke straff gezogen, das Kissen lag mittig am Kopfende und die zusätzliche Decke ordentlich gefaltet am Fußende. Die Aufgabe war einfach, man könnte sogar sagen banal. Trotzdem mussten wir unsere Betten jeden Morgen perfekt machen. Irgendwie erschien es fast lächerlich, weil wir ja echte Kämpfer werden wollten, harte, kampferprobte Seals. Aber der tiefere Sinn, der dahinter dieser einfachen Handlungen verborgen liegt, hat sich in meinem Leben vielfach bewahrheitet. Wenn Sie jeden Morgen Ihr Bett machen, haben Sie die erste Aufgabe des Tages bewältigt. Das verschafft Ihnen ein kleines Erfolgserlebnis und es gibt Ihnen die Motivation, eine weitere Aufgabe zu erledigen. Dann noch eine und noch eine. Am Ende des Tages ist die erledigte Aufgabe der Anstoß für die Bewältigung vieler weiterer Aufgaben gewesen. Das Bett zu machen ist außerdem der Verweis darauf, dass auch die kleinen Dinge im Leben eine Rolle spielen. Wenn Sie schon Probleme damit haben, kleine Dinge gut zu machen, werden Ihnen die großen Dinge erst recht schwer fallen. Läuft ein Tag für Sie mal richtig schlecht, dann kommen Sie trotzdem nach Hause und finden dort ein gut gemachtes Bett vor. Eines, das Sie gemacht haben. Und dieses gemachte Bett gibt Ihnen Zuversicht, dass der nächste Tag besser sein wird. Wenn Sie die Welt verändern wollen, fangen Sie klein an und machen Sie Ihr Bett. In der SEAL-Ausbildung werden die Rekruten in Bootsmannschaften eingeteilt. Jede Mannschaft besteht aus 7 Männern. 3 auf jeder Seite eines kleinen Schlauchbootes und ein Steuermann, der die Kommandos erteilt und die Richtung vorgibt. Jeden Tag stellen sich die Bootsmannschaften am Strand auf und erhalten einen Befehl, die Brandungszonen zu durchqueren und mehrere Kilometer an der Küste entlang zu paddeln. Im Winter kann die Brandung vor San Diego 2,5 bis 3,5 Meter hoch werden und es ist nur möglich, die tosende Brandung zu überwinden, wenn jeder sein Bestes gibt. Jedes Paddel muss auf die Schlagzahl des Steuermanns abgestimmt sein. Jeder muss sich gleichermaßen anstrengen, weil sich das Boot sonst von der Welle wegdreht und an den Strand zurückgespült wird. Damit das Boot sein Ziel erreicht, muss also jeder paddeln. Man kann die Welt nicht alleine verändern. Sie brauchen Unterstützung, um von ihrem Startpunkt zum Ziel zu gelangen. Sie müssen Freunde, Kollegen, wohlwollende Fremde und einen beherzten Steuermann an ihrer Seite haben, der sie in die richtige Richtung lenkt. Wenn Sie die Welt verändern wollen, suchen Sie jemanden, der Ihnen beim Paddeln hilft. Nach einigen Wochen harter Ausbildung waren in meiner SEAL-Gruppe, die zu Beginn aus 150 Anwärtern bestanden hatte, nur noch 42 Rekruten übrig. 6 Bootsmannschaften zu je 7 Mann. Ich war in einem Boot mit großen Männern, aber die beste Bootsmannschaft bestand aus den kleinen Männern, den Zwergen, wie wir sie nannten. Niemand von ihnen war über 1,65 groß. Das Zwergenteam setzte sich aus einem amerikanischen Ureinwohner, einem Afroamerikaner, einem polnisch, einem griechisch, einem italienischstämmigen Amerikaner und 2 zähen Burschen aus dem mittleren Westen zusammen. Sie paddelten, rannten und schwammen schneller als alle anderen Bootsmannschaften. Die großen Leute aus den anderen Bootsmannschaften machten sich immer über die kleinen Schwimmflossen lustig, die die Männer vor dem Schwimmen über ihre winzigen Füße zogen. Aber es waren immer diese kleinen Männer, die aus dem ganzen Land und der ganzen Welt stammten, die zuletzt lachten, wenn sie die anderen beim Schwimmen abhängten und deutlich früher als der Rest am Strand eintrafen. Die SEAL-Ausbildung macht alle gleich. Nichts spielt dabei eine Rolle außer der Wille zum Erfolg. Nicht die Hautfarbe, nicht die ethnische Herkunft, nicht die Bildung und nicht der Sozialstatus. Wenn Sie die Welt verändern wollen, beurteilen Sie andere nach der Größe Ihres Herzens, nicht nach der Größe Ihrer Schwimmflossen. Mehrmals in der Woche ließen die Ausbilder die Männer in Reih und Glied antreten, um die Uniformen zu kontrollieren. Sie waren aber immer sehr gründlich. Die Mütze musste perfekt gestärkt sein, die Uniform tadellos gebügelt, die Gürtelschnalle musste glänzen und durfte keine Abdrücke aufweisen. Aber ganz gleich, wie sehr man sich auch bemühte, seine Mütze zu stärken, die Uniform zu bügeln oder die Gürtelschnalle zu polieren, es war nie gut genug. Die Ausbilder fanden immer Anlass zur Kritik. Wenn man als Rekrut bei der Uniformkontrolle durchfiel,
musste man in voller Montur an den Strand rennen, ins Wasser springen und sich dann von Kopf bis Fuß durchnässt im Sand wälzen, bis man vollständig damit bedeckt war. Man wurde zu einem sogenannten Sugar Cookie. Den Rest des Tages durfte man die Uniform nicht wechseln und fror deswegen die ganze Zeit, war nass und sandig. Es gab viele Studenten, die es nicht ertrugen, dass all ihre Anstrengung vergeblich war. Dass es keine Rolle spielte, wie sehr sie sich auch Mühe gaben, ihre Uniform makellos herzurichten. Diese Rekruten schafften die Ausbildung nicht, denn sie verstanden den Zweck der Übung nicht. Ihre Bemühungen waren von vornherein aussichtslos, denn ihre Uniform würden nie perfekt sein. Manchmal kann man sich noch so gut vorbereiten oder noch so gut abschneiden und man wird trotzdem als Sugar Cookie enden. So läuft eben das Leben. Wenn Sie die Welt verändern wollen, dann bringen Sie den Sugar Cookie hinter sich und machen Sie weiter. In der Ausbildung wurde man täglich mit verschiedenen körperlichen Herausforderungen auf die Probe gestellt. Dauerläufe, Freiwasserschwimmen, Hindernisparcours und stundenlanges Fitnesstraining. So zeigt sich, aus welchem Holz man geschnitzt war. Für jede Übung und Disziplin gab es eine bestimmte Vorgabe, Zeiten, die man einhalten musste. Wenn man sie nicht erfüllte, kam man auf eine Liste. Und am Ende des Tages wurden die Rekruten, die auf dieser Liste standen, zum sogenannten Zirkus gerufen. So hieß eine zusätzliche zweistündige Trainingseinheit, die dazu diente, die Rekruten zu zermürben, ihren Willen zu brechen und sie zum Aufgeben zu bewegen. Niemand wollte dieses Zusatztraining absolvieren, denn wenn man auf der Liste stand, bedeutete das, dass man an jenem Tag eine unterdurchschnittliche Leistung abgeliefert hatte. Und das Straftraining führte zu Erschöpfung. Und mehr Erschöpfung hieß, dass der nächste Tag noch härter werden würde, was weitere Strafeinsätze wahrscheinlicher machte. Früher oder später kam während der Ausbildung jeder, wirklich jeder, auf die Liste für den Zirkus. Doch mit denen, die häufig antreten mussten, geschah erstaunlicherweise oft Folgendes. Im Laufe der Zeit wurden Rekruten, die 2 Stunden zusätzlich trainieren mussten, immer stärker. Der Schmerz des Straftrainings steigerte nicht nur ihre Willenskraft, sondern auch ihre körperliche Stärke. Im Leben gibt es immer wieder einen Zirkus. Sie werden scheitern, vielleicht sogar oftmals scheitern. Das wird schmerzhaft sein und entmutigend. Manchmal werden sie wirklich hart auf die Probe gestellt werden. Wenn sie die Welt verändern wollen, fürchten sie sich nicht vor dem Zirkus. Mindestens 2-mal in der Woche mussten die Rekruten einen Hindernisparcours absolvieren. Dieser bestand aus 25 Hindernissen. Darunter waren zum Beispiel eine 3,5 Meter hohe Mauer, ein knapp 10 Meter hohes Kletternetz und eine mit Stacheldraht versehene Grube. Aber die größte Herausforderung war das Abseilen. An dieser Station befand sich ein knapp 10 Meter hoher dreistöckiger Turm und in etwa 30 Metern Entfernung ein in der Erde verankerter Pflock, zwischen denen ein 90 Meter langes Seil gespannt war. Man musste auf den dreistöckigen Turm klettern, das Seil packen, sich daran hängen und sich Armzug um Armzug fortbewegen, bis man das andere Ende erreicht hatte. Als meine Gruppe ihre Ausbildung 1977 begann, war der Rekord für den Hindernisparcours schon seit Jahren ungebrochen. Die Zeit schien unschlagbar zu sein, bis eines Tages jemand beschloss, sich mit dem Kopf voran am Seil abwärts zu hangeln. Statt mit dem Körper unter dem Seil zu hängen und sich wie eine Raupe vorwärts zu bewegen, legte er sich mutig mit dem Kopf voran auf das Seil. Das war eine gefährliche, dem ersten Anschein nach leichtsinnige und hochriskante Entscheidung. Ein Scheitern konnte einen Sturz und damit eine Verletzung und ein vorzeitiges Ende der Ausbildung zur Folge haben. Ohne zu zögern, machte sich der Rekrut gefährlich schnell auf den Weg und benötigte nur etwa die Hälfte der bisher erreichten Zeit. Letztlich hatte er den Rekord gebrochen. Wenn Sie die Welt verändern wollen, hangeln Sie sich mit dem Kopf voran am Seil nach unten. In der Ausbildungsphase, die sich mit der Landkriegsführung befasst, werden die Auszubildenden nach San Clemente Island vor der Küste von San Diego geflogen. Das Meer dort ist eine Brutstätte für weiße Haie. Um die SEAL-Ausbildung zu bestehen, müssen einige lange Schwimmeinheiten absolviert werden, unter anderem auch nachts. Vor dem Schwimmen genießen es die Ausbilder, die Rekruten über all die unterschiedlichen Arten von Haien aufzuklären, die es an dieser Stelle gibt.
Zur Beruhigung versichern sie ihnen dann noch, dass in der letzten Zeit zumindest kein Rekrut von einem Hai gefressen worden ist. In der Ausbildung lernt man auch, dass man sich behaupten muss, wenn man von einem Hai umkreist wird. Man darf nicht wegschwimmen oder Angst zeigen. Wird man schließlich doch von einem Hai, der Appetit auf einen Mitternachtssnack hat, angegriffen, muss man seinen ganzen Mut aufbringen und ihm einen Schlag auf die Schnauze versetzen. Normalerweise dreht er dann ab und schwimmt davon. Es gibt viele Haie auf der Welt. Wenn sie das Schwimmen erfolgreich abschließen wollen, müssen sie mit ihnen fertig werden. Wenn sie die Welt verändern wollen, müssen sie sich gegen die Haie zur Wehr setzen. Zu unseren Aufgaben als Navy Seals zählt es auch, Unterwasserangriffe gegen feindliche Schiffe durchzuführen. Dieses Vorgehen haben wir in der Grundausbildung ausführlich geübt. Dabei werden zwei Seal-Anwärter in der Nähe eines feindlichen Hafens abgesetzt. Um ihr Ziel zu erreichen, müssen sie gute 3 Kilometer unter Wasser schwimmen und dürfen dabei nur ihren Kompass benutzen. Obwohl man sich während des Tauchgangs ein gutes Stück unter der Wasseroberfläche befindet, ist es nicht stockdunkel. Und es ist beruhigend zu wissen, dass über einem das offene Wasser ist. Aber wenn man sich dem Schiff nähert, das am Pier festgemacht ist, verschwindet das Licht. Der Schiffskörper blockt das Mondlicht und auch das Licht der umliegenden Straßenlaternen und der gesamten Umgebung ab. Damit die Mission erfolgreich ist, muss man unter das Schiff tauchen und den Kiel finden. Die Mittellinie und den tiefsten Teil des Schiffes. Das ist das Ziel. Aber dort ist es auch am dunkelsten. Man sieht seine Hand vor Augen nicht. Der Lärm der Schiffsmaschinen ist ohrenbetäubend und deshalb ist die Gefahr groß, dass man die Orientierung verliert und scheitert. Jeder Seal weiß, dass man unter dem Kiel, im dunkelsten Augenblick der Mission, ruhig und gelassen bleiben und all sein taktisches Können, seine körperliche Kraft und seine Willensstärke aufbringen muss. Wenn Sie die Welt verändern wollen, zeigen Sie sich in den dunkelsten Augenblicken von Ihrer besten Seite. Die 9. Ausbildungswoche ist die sogenannte Höllenwoche, also 6 Tage ohne Schlaf, mit ständigen Schikanen, die körperlich und mental zermürbend sind, und mit einem Sondertag in den Sümpfen. Das ist ein Gebiet zwischen San Diego und Tijuana, in das Wasser abläuft und Sümpfe bildet mit Schlamm, der jeden, der hineingerät, förmlich festsaugt. Am Mittwoch dieser Höllenwoche müssen Rekruten zu den Sümpfen paddeln und während der nächsten 15 Stunden den eiskalten Schlamm, den heulenden Wind und den ständigen Druck der Ausbilder, die Rekruten zum Aufgeben bewegen wollen, überleben. Als die Sonne an jenem Mittwochnachmittag unterging, wurde meiner Gruppe, die einen unverzeihlichen Regelverstoß begangen hatte, befohlen, in den Schlamm zu gehen. Der Schlamm saugte jeden Mann auf, bis nur noch die Köpfe sichtbar waren. Die Ausbilder sagten uns, dass wir den Schlamm nur dann verlassen durften, wenn 5 Männer aufgaben. Nur 5 Männer, dann konnten alle anderen die lähmende Kälte hinter sich lassen. Als ich meinen Blick über die Sümpfe schweifen ließ, war klar, dass einige der Rekruten mit ihren Kräften am Ende waren und abbrechen wollten. Die Sonne ging erst in mehr als 8 Stunden wieder auf. Wir mussten also 8 Stunden lang in der Eiseskälte zubringen, die durch Mark und Bein drang. Das Zähneklappern der Rekruten war so laut, dass kaum etwas anderes zu hören war. Doch dann hallte eine Stimme durch die Nacht. Eine Stimme, die ein Lied anstimmte. Der Sänger traf die Töne zwar nicht richtig, sang aber mit großer Inbrunst. Aus einer Stimme wurden 2, aus 2 wurden 3. Und schon bald sang die ganze Gruppe. Wir wussten, wenn ein Mann das Elend überwinden konnte, dann würden es die anderen auch schaffen. Die Ausbilder drohten uns, dass wir noch länger im Schlamm bleiben müssten, wenn wir weiter sangen. Aber wir hörten nicht auf. Und irgendwie schien der Schlamm dadurch ein wenig wärmer, der Wind etwas weniger schneidend und der Sonnenaufgang nicht mehr ganz so fern zu sein. Wenn ich etwas in meiner Zeit gelernt habe, die ich auf den Reisen durch die Welt verbracht habe, dann ist es, dass Hoffnung Kraft spenden kann. Die Kraft einer Person, eines Washington, Lincoln, King, Mandela oder selbst eines jungen Mädchens aus Pakistan, Malala. Eine Person kann die Welt verändern, indem sie den Menschen Hoffnung gibt. Wenn Sie die Welt verändern wollen, fangen Sie an zu singen, wenn Sie bis zum Hals im Schlamm stecken. In der Seal-Ausbildung gibt es eine Metallglocke, die für alle Rekruten gut sichtbar mitten in der Trainingsanlage steht. Wenn jemand abbrechen möchte, muss er nichts weiter tun als die Glocke läuten.
dann muss er nicht mehr im eiskalten Wasser schwimmen, keine Dauerläufe, Hindernisse, Parcours oder Übungen mehr machen und die Qual der Ausbildung findet ein Ende. Er muss nur die Glocke läuten. Wenn Sie die Welt verändern wollen, dürfen Sie niemals die Glocke läuten. Dem Abschlussjahrgang von 2014 sage ich, Sie sind nur noch wenige Augenblicke von Ihrem Abschluss entfernt. Augenblicke davon, Ihre Reise durchs Leben zu beginnen. Augenblicke davon, die Welt zum Besseren zu verändern. Das wird nicht einfach sein. Fangen Sie jeden Tag mit einer erledigten Aufgabe an. Suchen Sie jemanden, der Ihnen im Leben hilft. Respektieren Sie Ihre Mitmenschen. Akzeptieren Sie, dass das Leben ungerecht ist und dass Sie oft scheitern werden. Wenn Sie einige Risiken eingehen, sich in schweren Zeiten nicht einschüchtern lassen, sich Tyrannen mutig entgegenstellen. Wenn Sie all das tun, werden die nächste Generation und die folgenden Generationen in einer Welt leben, die deutlich besser ist als die, die wir heute haben. Und was hier angefangen hat, wird in der Tat die Welt verändern und verbessert haben. Hook 'em Horns.